Servus, grüße miteinander. Mein Name ist Flo Konietzko, Teamfahrer und Pressesprecher von Rocky Mountain Bike Action. Ich darf euch heute das 2018er Modell Instinct vorstellen. Absolut neu aus dem Ei gepellt, in drei verschiedenen Variationen. Einmal die BC Edition, unsere normale Version mit 140 mm und das Ganze als 27,5 Plus, als Pipeline-Version auch mit 140 mm. BC Edition, 155 mm am Heck, 160 mm an der Front. Kürzere Kettenstreben, langes Oberrohr für mehr Performance auf dem Trail, in der Luft und auch berghoch durch das Ride 9. Eine perfekte Performance, dass ihr alles machen könnt mit dem Rad, was ihr wollt. Future-Proof Fox Live System am Oberrohr, Di2 verbaut am Unterrohr. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Neuigkeit, was wir auch auf dem E-Bike-Sektor und im Enduro-Bereich haben. Check it out! Wie versprochen, neues Altitude Powerplay, unser Mountainbike mit E-Unterstützung. Und das Enduro-Bike, das Altitude. Neu konzipierter und eigener Motor, was wir in Rocky Mountain, eigenem Haus, rausgekommen ist. Ihr habt die perfekte Performance auf dem Trail. Bei der kleinsten Bewegung des Pedals habt ihr sofort die Unterstützung des Mountainbikes. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, wir haben zwei Fahrräder, einer mit E-Bike-Unterstützung und ein normales für die Hartgesottenen, die noch bergauf treten. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, wir haben 1:1 den gleichen Rahmen und 1:1 auch die gleiche Geometrie. Das bedeutet, ihr habt kurze Kettenstreben, die kürzesten auf dem Markt, längeres Oberrohr für die perfekte Performance, genauso wie bei unserem Instinct, bei allen anderen Modellen. In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, das Design spricht für sich, habt Spaß damit und wir sehen uns auf dem nächsten Trail. Bis bald, euer Flo von Rocky Mountain Bike Action. Cheers, love the ride.